Einheiten Stufe 4 Mobilisierung. Einsatzort Fisk Tower. Fisk? Spider-Man mit mir. Meine erste. Wer ist das Ding da? Und in diesem Spiel kann man fast gar nicht reden, glaube ich. Weil dauernd jemand dazwischen redet von den Hauptfiguren. Also wenn es nicht so viel regelt in dieser. Captain Watanabe. Habt ihr ihn schon geschnappt? Nein, wir sind am Fisk Tower. Warten aber noch auf den Haftbefehl. Was dagegen, wenn ich mitmische? Du weißt, wie seine Anwälte sind. Es muss alles nach Vorschrift laufen. Komm schon, Yuri, ich habe 8 Jahre darauf gewartet. Du möchtest wirklich helfen? Dann auch in Times Square. Wie es aussieht, halten seine Männer meinen Nachschub auf. Alles klar, bin schon fast da. Das meinte ich. Also, das erste Let's Play sein. Ich mache halt mehrere Let's Plays. Jetzt dauert es auch eine Kampagne. Darum werde ich auch ein Let's Play machen, aber erst nach diesem Let's Play. Ich werde ein Let's Play-YouTuber werden. Nicht nur Fortnite. Fortnite wird auch drin. Hallo? Parker? Wo sind Sie? Wir müssen mindestens einen Probelauf machen, bevor die Fachkommission eintrifft. Oh, ja, tut mir leid. Ja, ich war gerade beschäftigt. Persönliches Problem. Ich komme sofort. Versprochen. Ich sollte das schnell erledigen und dann zu meiner echten Arbeit. Ja, also ich werde jeden Tag auf jeden Fall versuchen, jeden Tag ein Video... Du scheint die Kavallerie angefordert zu haben. Spider-Man hochzuladen. Ich will es durchhaben. Ich bin echt gespannt. Wir brauchen mehr Leute! 1032 Times Square, Officer unter Beschuss! Zeit für den Rambock. Lust auf eine Portion Schmerzen zum Frühstück? Bitte! Vorsicht, ich habe heute Lust, mich zu prügeln. Der nächste bitte. Okay, so schlägt man also. Leute. Das sieht nicht gut aus. Fisk, ich erzähle euch mal ein bisschen was über Fisk. Jetzt knallt ihr doch ab! Der ist irgendwie so ein Chef in die. Also der denkt, er ist der Chef. Wow, aber er ist nicht der Chef. Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. Er ist nicht der Chef, aber er hat irgendwie die Stadt zum Ordner gebracht, weiß ich es nicht. Und er ist manchmal kriminell und manchmal nicht. Fast fertig hier. Und bei dir? Wir gehen jetzt rein. Bin gleich da. Ich freue mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Handschellen anlegst. Fisk ist Willy, also der Oberboss. Spider-Man-Spiel wusste ich mal schon mal. Okay, Yuri, erledigt. Was ist? Yuri? Yuri! Wer ist gut, diese Yuri? In alten Spider-Man-Spielen wurde. Ich wusste, dass Fisk nicht einfach abdanken würde. Niemals Bekanntschaft. Die Grafik ist einfach der Hammer.
mehr Verstärkung und riegelt den Luftraum ab. Yuri, alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Na, ich werde dann mal... Dann mal los. Ja! Es ist soweit, Willy. Na los, na los, gib ab! Aufgepasst! Hey, wo willst du denn hin? Fang! Ich mach den Weg frei, folgt mir! Auf hier, Spider-Man! Wir schaffen das! Hab mal gesehen. Alter. Ja? Ja und? Schlechte Nachrichten! Ihr schafft das nicht, Kumpel! Oh, Digga, was haben vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs! Junge, ich bin Spider-Man. Ich hab keinen Piratenschutz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 schut
Wie fein. Sogar für dich. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren bist du immer noch bloß ein dummes Kind. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Verdammte! Brech die Tür auf, sofort! Ich glaube, Fisk mag es, Zieh dich um! Mein Werk! Was hast du jemals Großes vollbracht? Stadt gerettet? Na, einmal habe ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangsterboss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. Ohne mich gerät der Abschaum, den ich in Schach gehalten habe, außer Kontrolle. Und das ist deine Schuld. Es war ein weiter Weg, Fisk. Wie traurig, dass er zu Ende ist. Er fängt erst an. Tja, dann mach dich Juri, eine Explosion! Ich hab's gesehen. Fisk könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihm freie Bahn verschaffen. Tötet ihn, sonst tötet er uns! Das Bombenkommando ist wie in den anderen Spielen. Verräter. Weil in den anderen Spielen war einmal Bombenkommando. Denkt ihr über euer Leben, ne? Ich glaub, das waren alle. Digga, das waren drei Leute. Der Weg ist frei. Los! Hey, Jungs. Ich glaube, Bomben gehören zu Willys Fluchtplan. Sie scheint festzusitzen. Kümmer dich um sie. Wir suchen die Bomben. Digga, du hast die Stimme. Also, zu deiner Mutter hat man auch deine Mutter hat auch früher gesagt, süß. Wir wurden bei der letzten Explosion. Los, alle weg! Evakuiert das Gebäude! Der beendet einfach die Sätze einfach so. Ich hab da hinten auch Leute gehört. Ich werde sie finden. Na, drehst du dich. Wir können nicht weg. Wir sitzen fest. Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Ich werde auch Xbox Let's Play eng 2 machen. Los, los, los! Kennt ihr Wino? Kann er mit einer Hand das machen. Wino, dieser 3 Meter große Nashornrussen. Okay, ich komme. Wo lang? Hier. Spider-Man, ich bin's, Yuri. Wie geht's, Captain? Könnte besser sein. Unsere Helis haben was abbekommen. Wir mussten den letzten aus dem Verkehr ziehen. Wenn sich Fisk einen Heli ruft, können wir die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit geplant hat? Weil es wahrscheinlich so ist. Verdammt. Juri, schick die Sanitäter, schnell! Ich versuch's. Achtung! Jetzt ist Schluss. Ach, mehr Raketen. Ja. Bisschen übertrieben, oder? Was? Ist nationaler Raketentag oder so? Erwischt! Oha. Mann, wie sind die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen? Kein Plan. Schlapp dich! Woher weißt du das? Nur die Ruhe! Jeder bekommt was ab! Da, mach die auf Schmerzen gefasst! Wer hat das gesagt? Komm du da hinten, oder? Wie hast du mich genannt? Ich komme. Okay, alles klar. Ich werde die Steuerung. Das Bombenkommando ist schon voraus. Ich hoffe, sie sind okay. Die sind locker okay, das ist ein Bombenkommando. Seid ihr in Ordnung? Wir wollten gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Digga, das ist eine Stimme. Ach, ich wusste es. Ich wusste es. Wie immer. Immer ist das Bombenkommando gegen mich. Boah, Junge. Ja, ich weiß. Ihr habt von Anfang an mit Fisk unter einer Decke gesteckt? Boah, die Bilder kriege ich nie mehr aus dem Kopf. Ausschalten. Euer Plan ist also nicht aufgegangen. Dann weiter mit Plan B, einer ordentlichen Tracht Prügel. Er darf nicht ins Büro. Jetzt
Warum heißt die sehen gar nicht aus wie Bombenkommando, die sehen einfach aus wie Elite-Polizisten. Hey Yuri, einige deiner Leute standen wohl auf der Gehaltsliste von Fisk. Die gute Nachricht ist, dass das Willys letzte Front war. Ich stehe direkt vor seinem Büro. Schalt ihn aus. Sofort. Mit Vergnügen. Fisk. Digga, das sieht so aus wie ich früher. Schreibst du deine Memoiren? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? 8 Jahre lang diese Anmaßung. Oh, für mich? War nicht nötig. Ich muss meine Chance abwarten. Das ist genau... Oh. Wird nachgeladen. Das ist genau so wie früher. Was machst du da? Wie kann das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Gib dein Bestes. Ha, du denkst, es bringt was. Das ist meine Chance. Ey, das... Junge, das ist genauso wie früher. Das macht irgendwie keinen Spaß. Warum lachst du, wenn du verlierst? Boah, Alter, ich hab einfach. Du bist der größte Abschaum dieser Stadt! Das gleiche wollte ich zu dir sagen. Ihr wisst, was zu tun ist. Umstellt ihn! Das wird wehtun. So seid ihr also. Ich brauch extra Hilfe. Ihr seid zum Kämpfen ausgebildet. Also kämpft! Ich will keine Ausreden hören. Hab ich was Falsches gesagt? Du verlierst, Willy. Ich hab noch nicht mal angefangen. Alter. Digga, das ist voll unfair. Nein, ich schaffe das alleine. In der Luft krieg ich ihn nicht. So, Töpfe. Komm her. Du bist zu weit gegangen, Junge. Nicht diesmal. Wo bleibt die Verstärkung? Ich weiß nicht was. Einer B. Weg hier. Beenden wir das. Ihr habt es so gewollt. Alter, ich darf keinen Schlag abbekommen. Du elende Nervensäge! Einen Moment. Es ist gleich vorbei. Ah!
Sollten wir uns küssen? Vielleicht später. Ja, Fisk. Der ist ja stark, Junge. Der kann die ganze Dings. War der früher auch so stark? Früher gab es halt so Spider-Man rein, kommt drei Spiele. Und ja, da gab es auch bei einem Spiel Fisk. Endlich geht's nach Rikers, hä? Huh? Tja, ich glaube, du hast da drin mehr Feinde als ich. Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist. Whoop, ich muss los. Hey, viel Glück, Willy. Ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Idiot! Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt. Ein Monat. In einem Monat willst du mich wieder zurück. Der Kingpin wandert hinter Gitter. Das Ende einer Ära. Ich sollte das feiern. Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Spider-Man und Urlaub. Ich frage mich erst, wo ich hier bin. Überall Baustellen. Baustellen. Steht noch nicht mal richtig, der steht nur mit den Zehenspitzen. Ach nö. Parker, wo sind Sie? Die Kommission wird bald hier sein. Wir müssen einen Gerätetest durchführen. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Blocks. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich. Ah. Mir gefällt Docs Enthusiasmus, aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten. Ich beeil mich, bevor er sich noch wehtut. Doc? Nee, Alter, arbeitest du wieder mit einem Professor? Also, Wissenschaftler. Digga, gab's einen Wissenschaftler mit einem Arm? Hat sich als Echse verwandelt. Was macht der, Digga? Verwendet er sich als Fledermaus oder was? Ach, Mann, Junge. Immer muss der mit dem Doc arbeiten, Junge. Ach, Mann. Aber ihr kennt kaum Spider-Man, wo er gegen die Echse gekämpft hat. Gott, es war auch sogar ein Film drin. Also wo er Venom getroffen hat, auf jeden Fall. Ich weiß noch, wie Venom... Harry... Nee, das war gar nicht Harry, das war irgend so jemand anderes. Egal jetzt. Bin da. Okay, bin ich gespannt, was man hier macht. Sorry, bin zu spät. Wow. Nein, das ist Dr. Octopus. Och nö, hoffentlich wird er nicht als Oktopus. Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Die Energiedämpfer. Oh Mann. Sollen wir abbrechen? Noch nicht. Warten Sie! Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Aber wir sind nah dran. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen, die nächste Phase... Lassen Sie uns nichts überstürzen. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später.
Das ist Dr. Octopus. Ich hasse diesen Typen, Digga. Das war auch im Film so. Wetten, der wird am Ende des Spiels irgendwie, muss ich gegen den Bossfight machen. Das war eine Katastrophe. Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag freinehmen. Aber ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Wieso? Der bewegt sich doch. Aber nicht so gut. Hier ist schon. Mal sehen, was dir fehlt. Was machen wir jetzt? Octavius in der Street. Ach, ich hasse so Musik. Ich stelle die gleich weg. Schaltkreis durchgebrannt. Verdammt. Wenn ich das geprüft hätte, wäre mir das aufgefallen. Oh mein Gott, das ist genauso, wo ich gegen die Ex diese Dings. Oh mein Gott. Ich muss das, glaube ich, in den lila, in den orangenen, oder? Hier oben steht auch welche Spannung. Oh, bitte. Geschafft. Ja, wirklich. Oha, Junge, wie lange das schon her war. Okay, muss die Servosteuerung umleiten. Das ist einfach. Nein, ist es nicht. Aber ich habe keine mehr für hier. Das muss irgendwie anders sein. Hier ist hier so. Kannst du auch mal was machen? Warte. Sehr schön. Okay, und jetzt? Und jetzt die Spannung neu ausgleichen? Könnte ich es nicht noch einfacher machen? Fertig. Mal sehen, ob es geklappt hat. So gut wie neu. Boah, der kann sich ja richtig gut bewegen. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Warum also nicht jetzt? Digga, guck mal. Er soll Spider-Man sein. Er sieht aus wie so ein Schwuchtel, der nichts kann. Okay, Peter Parker ist halt ein Schuchtel. Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Okay, das kenne ich noch nicht. Das war noch nicht so. Ach so, man muss das... Ach ja, das ist auch einfach. So, muss da. Ach, Mann. Hydrogel-Polymer-Komposit. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Okay, ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Ja, verschwinden wir am besten. Auch keinen Bock mehr bei Dr. Octopus. Ich glaube, das ist Dr. Octopus. Ich glaube es. Er sieht so aus, weil in den Filmen sieht er genauso aus. Also er hat auch so eine Klatze und so. Auch eine Brille, auch so ein Halbbart. Er heißt auch zufällig Octavius. Aber Otto weiß ich jetzt nicht. Hol dir mal eine neue Kleine, Junge. Kratzt. Komm, spinnen wir ein bisschen. Ich will mal ausprobieren, ob das auch hier geht. Spinnenkrise, ich muss durch. Hier ist Yuri. Nee. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs.
Elektro, Rhino, Scorpion. Wow, wie lange ich nicht mehr gesehen habe. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Nee, Alter. Ist das der Dings? Wir kommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen! Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Dann mal gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie! Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt's? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle... Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe! Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben, aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Er war im Fernsehen und nur das zählt. Ha! Jetzt kann ich Kupferrohre kaufen, ohne jemanden zu schmieren. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Reden wir weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen Schlange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren. Oder Ihnen die Beine zu brechen. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Ich sehe mir mal, die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Was soll ich jetzt hier machen? Cool. Was bringen diese Dinger? Was bringt vielleicht was auf der Karte? Ein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Oh cool, Verbrechen. Ja genau. Los! Pass auf. Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Schnappt ihn! Er schafft! Noch. Nicht alle. Und treffe ich ihn nicht. Stehen bleiben! Mach uns fertig! Leute, es ist schon spät. Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. So, was aus...
Man sieht eigentlich die Stadt. Ach, das bringen die. Ach, ich kann noch keine Kleidung haben. Schade. Ich dachte, das geht. Warum fragen die es wirklich? Digga, ich bin der Einzige, der mit Spider-Man... Außer Miles. Miles ist ja auch noch in den neuen Spider-Man-Film. Wird der neue Spider-Man der Miles. Du bist also der Spitzel. Verschwinde, Mistkerl. Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde. Lasst mich in Ruhe. Ganz ruhig, Lady. Fasst mich nicht an. Hilfe! Hilfe! Polizei! Halt brav den Mund. Lasst sie los! Oh Mist, Spider-Man! Das wird wehtun. Hat das Beulen nicht, wenn ich dir die Knochen breche? Ja, der ist wieder so ein großer Typ. Mach uns fertig! Hau ab! Oder sie ist tot! Lass mich los! Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenne ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich habe schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Ach, Mann. Ja. Leute, ich mach das morgen alles und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.